Außergewöhnliche Kreaturen begeistern die Menschheit seit Anbeginn. Mythen berichten in zahlreichen Geschichten über übernatürliche Kreaturen. Auch Hollywood verdient Millionen von Dollar, wenn sie Filme wie Godzilla, Jurassic Park, Pacific Rim und viele weitere verfilmen. Durch solche Mythen und Filme werden außergewöhnliche Kreaturen als Fabelwesen abgestempelt. Durch diese Mythen und Hollywood erreichte der Satan sein Ziel, dass man Bestien als Märchen und Fabelwesen ansieht. Laut Islam aber sind außergewöhnliche Kreaturen wohl von realistischen Begegnungen geprägt. Man erinnert sich bei der Begegnung des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam mit Burak, der den Körper eines Pferdes und das Gesicht oder Kopf eines Menschen hatte. Die Begegnung Marias alaihi salam und die Begegnung der Leute in Babylon mit dem Engel. Auch der König Salomo alaihi salam hatte eine Begegnung mit einem Ifrit-Dschinn, der Salomo dazu verhalf, den Tempel aufzubauen. Dies sind Begegnungen in der Vergangenheit. Und nur gewisse Auserwählte hatten das Glück oder Pech, solche außergewöhnliche Kreaturen zu begegnen. Aber in naher Zukunft werden selbst einfache Menschen eine Begegnung mit einer furchterregenden Bestie zu tun haben. Wir springen in eine Zeit, in eine unbekannte Zeit in der Zukunft. Genauer gesagt in der Zeit vor dem jüngsten Tag. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtete von 10 großen Zeichen des jüngsten Tages. Unter diesen 10 großen Zeichen ist das Zeichen der Bestie. Man nennt diese Bestie auch das Biest oder Tier aus der Erde und wird im Arabischen als der Ba'al-Ard bezeichnet. Das Zeichen der Bestie ist dermaß, dass, wenn die Bestie erscheint, der Glaube einem nichts mehr nützen wird. Abu Huraira radiallahu an berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn 3 Dinge erscheinen, wird der Glaube demjenigen nichts nützen, der vorher nicht geglaubt hat oder nichts Gutes auf seinen Glauben gezogen hat. Der Aufstieg der Sonne am ihren Ort des Untergangs. Der Dajjal. Und das Tier der Erde. Einige Gelehrten sind in der Meinung, dass wenn die Sonne von Westen aufgeht und im Osten untergeht, dann während des Sonnenuntergangs das Tier erscheinen wird. Allah berichtet über das Tier aus der Erde, denn es heißt: Und wenn das Wort sie trifft, werden wir für sie ein Geschöpf aus der Erde hervorbringen, der zu ihnen spricht, dass die Menschen unserer Verse nicht sicher im Glauben seien. Auch die Bibel berichtet über das Tier, das aus dem Tiefen des Meeres auftauchen wird. Und dieses Tier wird die Menschen brandmarken. Ibn Kathir, möge Allah ihm gnädig sein, sagte, dass diese Kreatur gegen Ende der Zeit erscheinen wird und es wird zu ihnen sprechen. Die Beschreibung der Bestie im Islam wird kontrovers diskutiert, da viele Hadithe als schwach und nicht authentisch angestuft werden. Es gibt einen Hadith in Tirmidhi, wo Tirmidhi Rahimullah selbst sagt, er sei schwach. Der Isnad, also Überlieferer, ist offensichtlich. Er ist eindeutig schwach, aber er ist in Tirmidhi. Der Hadith sagt, dass das Tier den Stab Moses a.s. und den Ring von Salomon a.s. bei sich haben soll. In Musnad ibn Ahmad gibt es einen Hadithen, der eine unbekannte Kette hat. Wieder einmal ist er nicht authentisch. Darin heißt es, dass das Tier den Menschen mit einem Symbol markiert. Dass Ali ibn Abi Talib rahimahullah sagte, dass diese Kreatur Federn, gelbe Haarsträhnen, Hufen und einen Bart haben würde, aber keinen Schwanz. Auch diese Überlieferung ist umstritten. Aus irgendeinem Grund haben die meisten Muslime den Eindruck, dass das Tier gut ist. Und einige sind in der Meinung, dass dieses Tier mit dem Dajjal zusammenarbeitet. In Sahih Muslim gibt es eine lange Erzählung über Dajjal, der auf einer Insel mit einem Tier lebt. Und laut Imam Nawawi erzählte Ibn Omar, dass dies dasselbe ist wie das Tier, das in der Sure 27, Vers 82 erwähnt wird. Die einzige Erzählung in Sahih bezüglich des Tieres ist über Al-Jazaza und Dajjal. Und laut Ibn Nawawi ist Al-Jazaza das Tier der Erde. Auch dies wird diskutiert. Unter einigen schiitischen Sekten geht die Meinung, dass das Tier Ali radiallahu anhu sei.
Tatsächlich sagen sie in ihren Tafsiren und Hadith-Büchern, dass Ali ibn Abi Talib das Tier ist. Und einige ihrer Gelehrten sind anderer Meinung und sagen, das Tier sei Imam Mahdi al-Awwam. Ein Hadith in Ibn Majah besagt auch, dass das Tier in der Nähe von Mekka sich zeigen wird. Daher nehmen viele an, dass im Gebiet von Mekka viele Heuchler geben werden, die behaupten, dass sie gläubige Muslime sind und deshalb das Tier dort erscheint. Ibn Masud bemerkte, dass dies passieren wird, wenn die Gelehrten sterben, wenn das Wissen verloren geht und der Koran erhoben wird. Ibn Umar sagte, dass dies passieren würde, wenn sie aufhören, das Gute zu gebieten und das Böse zu verbieten. Ihr seht, dass das Thema über das Tier aus der Erde ziemlich viel diskutiert wird und man findet selten einen gemeinsamen Nenner über seine Beschreibung. Wo wir aber sicher sind, ist die Tatsache, dass das Tier aus der Erde eines der letzten Zeichen für den jüngsten Tag ist. Und wenn das Tier erscheint, dann nützt eine Konvertierung nichts, denn mit der Erscheinung des Tieres wird keine Konvertierung angenommen. Es gibt einen Hadithen, der besagt, dass wenn der Koran und Sunna keine Antwort liefert, dann man zur Bibel greifen soll, wie über das Thema von Iblis, wie er als Schlange zu Adam a.s. kam. Daher versuchen einige Geschwister im Neuen Testament der Bibel über das Tier herauszufinden. Das Problem aber ist, dass das Buch der Offenbarung des Johannes selbst in der Christenheit ziemlich kontrovers diskutiert wird. Erst nach Jahrzehnten, als das Neue Testament zusammengestellt wurde, hatte man die Offenbarung des Johannes nicht als ein Teil der Bibel akzeptiert. Wir sind uns aber sicher, dass dieses Tier erscheinen wird, da der Koran davon berichtet. Wir dürfen den Koran nicht falsch interpretieren. Ob das Tier der Erde gut oder böse ist, ob es einen Stab und einen Ring trägt, ob es mit dem Dajjal zusammenarbeitet und so weiter, sollte uns egal sein. Nachdem das Tier und der Rauch also Nebel erscheinen wird, wird der Engel Israfil a.s. zum ersten Mal im Horn stoßen. Und wenn im Horn gestoßen wird, dann wird auch der Tag des jüngsten Tages stattfinden. Und was im jüngsten Tag geschehen wird, wird euch in diesen Videos detailliert erklärt.